Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest Builders 2 auf der Switch. Wir sind immer noch auf dieser schönen kleinen Insel hier vorne und wir suchen weiterhin nach Materialien. Und ich denke mal, wir werden auch noch ein paar finden. Ich brauche noch so eine Art Beeren. Oder sind das Erdbeeren vielleicht sogar, die da rechts angezeigt werden? Es könnten Erdbeeren sein. Bin mir nicht so ganz sicher. Und ich brauche noch so ein Loch. Glücklicherweise ist hier eins. Also das können wir abhaken. Das ist so ein Bestienbau. Genau, da kommen ja diese Ameisen raus. Das haben wir auch schon mal gesehen auf einer der anderen Inseln. Also ist jetzt gar nichts Neues, was wir hier finden. Dann brauchen wir noch Efeu. Beziehungsweise Lianen, nicht Efeu. Das können wir uns hier vorne anscheinend besorgen. Oh, und Umbererde haben wir hier auch direkt gefunden. Also quasi direkt zwei Sachen hier auf einen Schlag erledigt. Und dann klettern wir einmal kurz hier oben auf den Hügel drauf. Ich will nur mal eben sicher gehen, dass wir da oben nichts verpassen. Nee, schaut aber nicht so aus. Okay, also hier gibt es jetzt nichts Besonderes, was wir noch holen müssten. Also geht's hier einfach mal weiter nach oben. So. Oh, da vorne haben wir ganz viele Blüten. Was ist das denn hier? Ach, da ist ein Gebäude. Das ist ja schön. Hier ist ein kleines Gebäude. Das ist ja total hübsch. Okay. Wohnt hier jemand? Das Beste der Erbauerkunst. Das Beste der Erbauerkunst umfasst die 100 Siegerbeiträge eines Erbauerwettbewerbs, die allesamt von Erbauern wie dir stammen. Lass dich von ihnen für deine eigene Kreation inspirieren. Das hat also irgendjemand tatsächlich gebaut, also eine echte Person. Und das wurde offensichtlich hier ins Spiel implementiert. Finde ich, ist eine ganz süße Idee eigentlich. Also das wird wahrscheinlich aus Dragon Quest Builders 1 stammen, schätze ich mal. Wieso werde ich denn hier gelähmt eigentlich? Okay, keine Ahnung, warum ich hier gelähmt werde. Naja, was haben wir denn hier auf dem Schild? Achtung, Paralyse. Weitergehen auf eigene Gefahr. Ah, Paralyse. Okay. Also es ist wirklich ein schönes kleines Gebäude tatsächlich hier. Ist das hier der Erbauer, der es ursprünglich gemacht hat? Stammt mit Sicherheit aus Japan. Also ich denke mal, diesen Wettbewerb, den wird es wahrscheinlich in Japan nur gegeben haben. Hier lief doch gerade einer rum. Wo ist er denn? Hallo? Kollege, wo bist du? Habe ich mir den eingebildet? Aber hier lief doch gerade einer rum. Hey, da ist er ja. Hey du, mein Name ist Cornelius. Ich bin Bauer. Ich habe von dir gehört. Du baust eine Art Inselparadies, nicht wahr? Warum nimmst du mich nicht mit? Natürlich. Super, du wirst es nicht bereuen. Cornelius lebt ab jetzt auf dem Eiland des Erwachens. Ach, man kann ja auch Leute akquirieren. Ich wusste gar nicht, dass man auf diesen anderen Inseln auch noch Leute mitnehmen kann. Das war mir gar nicht bewusst. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass wir jetzt eine neue Person hier haben. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch jetzt in diesem schönen Abendlicht hier noch einen Screenshot von dieser wunderschönen Landschaft auf, beziehungsweise von diesem Gebäude, was der Cornelius wahrscheinlich hier gebaut hat. Das ist, gefällt mir nämlich wirklich außerordentlich gut, das Ganze. Und ja, nachdem wir das gemacht haben, geht's natürlich hier direkt weiter. Denn wir müssen noch ein paar Sachen besorgen auf dieser Insel. Was haben wir denn noch? Wir haben noch so Seerosen, die wir besorgen müssen. Vielleicht gucken wir auch einfach mal auf die Karte. Okay, wir sind aber schon mehr oder weniger schon komplett im Kreis gelaufen hier. Da oben gibt es offensichtlich noch Blumen. Die sollten wir uns natürlich auch mal anschauen. Habe ich das Efeu jetzt gar nicht abgehakt? Die Lianen, meine ich. Anscheinend habe ich die gar nicht abgehakt, die Lianen, vorhin. Dann müssen wir da nochmal hingehen. Hier können wir wenigstens mal ganz kurz die Seerosen abhaken. Ja, wo waren denn jetzt nochmal die Lianen? Beziehungsweise das Efeu, was auch immer. Wir werden hier gleich den Namen nochmal erfahren. Keine Sorge. Die waren auf jeden Fall immer an diesen Hügeln hier dran. Beziehungsweise an diesem Felsen, meine ich. Natürlich. Okay, dann klettern wir jetzt erstmal einfach hier hoch. Denn ich glaube, ich habe da oben irgendwo die letzten Blumen gesehen, die wir noch besorgen müssen. Ihr seht ja, rechts in der Anzeige finden uns nur noch hellblaue Blumen. Nee, stimmt gar nicht. Gelbe sind auch noch dabei. Okay, wir müssen also auch noch gelbe Blumen danach besorgen. Sollte aber drin sein. Wahrscheinlich sind die immer in der Nähe von diesen Bergen hier. So, und sind das die hellblauen? Nee, das sind leider die dunkelblauen. Die hatten wir schon.
Oh, oh, oh. Das wird aber doch noch ein bisschen mehr Gesuche hier als ursprünglich gedacht. Okay, hier geht es aber geradeaus noch weiter. Das heißt, wir können da einfach mal runtersegeln und uns vielleicht ein bisschen umschauen. Haben wir denn hier noch irgendwas, was wir abhaken können? Nö, hier ist überall nur Schrott. Überall nur Schrott. Naja, also weiterlaufen. Die Erdbeeren wären natürlich auch noch ganz interessant. Keine Ahnung, wo hier Erdbeeren wachsen sollen. Habe ich jedenfalls noch nichts gesehen. Ich meine, gut, ich habe die Erdbeersamen natürlich eingesammelt. Aber die bringen mir natürlich nichts. Ich könnte jetzt zwar Erdbeeren hier einpflanzen und die dann ernten. Aber das ist, denke ich mal, nicht das, was hier eigentlich gemacht werden soll. Gehen wir mal hier einfach noch ein bisschen weiter geradeaus. Da haben wir noch weitere Hunde. Ja, schön. Also einen, nicht mehrere, sondern nur einen einzigen kleinen Hund. Den sammle ich jetzt mal nicht ein. Ich will eigentlich erstmal hier die Quest beenden. Konnte ich da gerade abhaken? Ah, schaut doch mal an. Da haben wir also diese Lilie hier auch abgehakt. Grün soll das sein. Ich habe das als blau interpretiert. So. Hier finden wir doch mit Sicherheit diese anderen Seerosen noch. Ah, schau doch mal an, da vorne. Das sieht auch schon so aus wie das, was ich abhaken muss. Und nicht nur das, hier haben wir auch die letzte Blume, die ich noch besorgen muss. Also, eins Goldgänschen. Und Floink, Floink, Floink. Da haben wir die große Seerose. Dann fehlt jetzt wirklich nur noch ganz, ganz wenig. Erdbeere und irgend so eine, ja, so ein grasartiges Gewächs. Und dann auch noch... da vorne haben wir es, ja. Diese Ranken hier. So. Okay, und? Kann ich es abhaken? Tatsächlich, ich kann es abhaken, glaube ich. Hey. Ich will es abhaken. Das Problem ist eher... Ah, jetzt Efeu. Efeu ist es doch tatsächlich. Es sind keine Ranken, es ist einfach nur Efeu. So, jetzt haben wir einen unendlichen Vorrat an Seil freigeschaltet. Ein unendlicher Vorrat an Seil steht jetzt an den Werkbänken des Erbauers zur Verfügung. Sehr schön. Dann können wir uns also dumm und dämlich bauen ab jetzt. Also Erdbeeren und dieses Graszeug fehlt hier noch. Also dieses Gras, das habe ich wirklich noch nirgendwo gesehen. Die Frage ist das eine Wasserpflanze? Oder ist das was? Also wir können hier noch ein bisschen im Kreis laufen. Ist das eine Wasserpflanze oder ist das was, was an Land wächst? Ich habe noch nicht mal sowas ähnliches gesehen. Da oben haben wir auf jeden Fall die Erdbeeren schon mal. Ich glaube, das sind hier Erdbeeren. Jo, das war's. Also Erdbeere. Oh, glücklicherweise waren wir hier unbesiegbar. Da konnte uns der Geist nicht treffen. So, Erdbeersamen hat hier das kleine Hundi gefunden. Aber da gehe ich jetzt nicht hin. Wo ist denn das blöde Gras? Oh, 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 oh. Der haut aber rein hier, der Kollege. Ich kann gar nicht großartig kämpfen, leider. Denn ich habe schon wieder Hunger und ich habe ja leider auch nichts mehr zu essen dabei. Haben wir das letzte Mal gelernt. Oder habe ich noch... Habe ich noch... Ach, hier vorne. Wieso habe ich das denn das letzte Mal nicht gesehen? Okay, ich hatte doch ganz schön viel zu essen dabei. Ich habe irgendwie anscheinend den richtigen Inventarplatz nicht aufgemacht. Naja, dann haben wir also jetzt auf jeden Fall keinen Hunger mehr. Und da vorne sehe ich auch schon das letzte, was wir einsammeln müssen. Sieht so ein bisschen schilfmäßig aus, ist aber in Wirklichkeit Zuckerrohr. Und damit haben wir einen unendlichen Vorrat an Grasfasern freigeschaltet. Und nicht nur das, wir haben natürlich auch die Insel damit hier vollständig durchsucht, / fertiggestellt. Das heißt, hier brauchen wir nichts mehr zu suchen. Hier sind wir durch. Also wir schippern zurück zum Eiland des Erwachens. Und da können wir ja mit unseren neuen Materialien, dann denke ich mir, auch direkt loslegen und die Schlafräume bauen, die wir noch bauen müssen. Frage ist jetzt natürlich, haben die Dorfbewohner, während wir jetzt unseren kleinen Ausflug hier gemacht haben, haben die Dorfbewohner da weitergebaut? Also haben die jetzt auf der Insel die Pyramide fertiggestellt oder wurde der aktuelle Stand nur gespeichert und die haben nichts gemacht? Keine Ahnung.
Auf jeden Fall haben wir jetzt hier Tiere mitgebracht. Ihr seht schon, wir sind hier mit ordentlich Hundis zurückgekehrt. Und das sieht so aus, als hätten wir auch eine Tafelaufgabe damit abgeschlossen. Und nicht nur das, Rätsel, Rätsel und Studier. Buxel lernt auch noch eine neue Anleitung. Tiernapf, eine kleine Schale, auf der du deinem Begleiter auf vier Pfoten Snacks servieren kannst, kann gefärbt werden. Tierstreu, ein bequemes Bettchen, in dem dein Begleiter auf vier Pfoten kuscheln kann. Oh, ach kleine Hundis, schön, dass ihr dabei seid. Ich quatsche übrigens noch einmal ganz kurz mit dem Captain Braunbart hier. Kann ich sonst noch irgendwo hin? Nein. Also die letzte Insel, die wir bereisen werden, die wird wahrscheinlich hier am linken Bildschirmrand auftauchen. Denke ich jedenfalls. Dafür müssen wir aber wahrscheinlich erst einmal die Pyramide abgeschlossen haben. Also geht es hier zurück in die scharlachroten Sande. Und dann schauen wir mal, dass wir uns tatsächlich hier um den Bau der Schlafräume kümmern. So. Oh, es ruckelt ein bisschen tatsächlich. So, also. Was machen wir denn jetzt? Wir... nee, brauche ich gar nicht. Ich wollte ursprünglich gerade noch was Neues craften, aber... Beziehungsweise, doch, aus welchem Material machen wir denn die Räume? Machen wir die aus Sand? Ich würde sagen, wir machen die Räume einfach mal aus Sand. Das ist nicht 100% stilvoll, ich weiß, aber ich möchte das halt in diesem Pyramidendesign eben halten. Also wenn die Pyramide hier so aus Sandgestein gebaut wird, dann möchte ich jetzt im Idealfall die Räume da drin aus Sand bauen. Einfach nur, damit das vielleicht ein bisschen einheitlicher ist und dann dementsprechend schön aussieht, das Ganze. Ich wollte mir noch einen normalen Crafting-Table herstellen. Da haben wir ja eine Eisenwerkbank, also hin damit. Und dann gucken wir doch einfach mal, was wir jetzt hier noch machen können. Wir können zum Beispiel schon mal die ganzen Materialien herstellen, die wir brauchen für die jeweiligen Räume, die wir hier anlegen müssen. Also das ist ja für Raum 1. So. Betten brauchen wir natürlich auch ganz viele. Dann nehme ich sogar vielleicht die hübschen Betten, nicht diese ganz billigen Betten hier. Man beachte übrigens unten die Ameise, die verzweifelt versucht, uns anzugreifen. Leider schafft sie es nicht so ganz, die kleine Ameise. Ah, die Popo-Ameise. So, da stelle ich einfach mal 9 Fackeln her. Glücklicherweise haben wir jetzt ganz viel Öl auf Hammerholm. Ist uns ja immer so ein bisschen das Öl ausgegangen die ganze Zeit. So, jetzt brauchen wir noch 2 Namensschilder. Und dann versuchen wir erstmal mit den Sachen, die wir bis jetzt hergestellt haben, hier klar zu kommen. Eine Sache wollte ich mir übrigens noch angucken. Und zwar an diesem Crafting-Table hier wollte ich mir mal schauen, was man noch für Crafting-Tische herstellen kann. Also wir haben natürlich hier unsere Eisenwerkbank, die Erbauerwerkbank, einen Amboss kann man herstellen, einen Fleckenentferner. Ach Mann, die sollen mich nicht immer angreifen, wenn ich an dem Tisch stehe. Gibt's doch gar nicht. Also einen Fleckenentferner, den stelle ich einfach mal her. Keine Ahnung, wofür der da ist, ehrlich gemacht. Ein festes Fass mit beschwertem Deckel, damit extrahierst du Färbemittel aus Feldfrüchten. Aha. Dann ein famoser Filter. Keine Ahnung, wofür der da ist. Den sollten wir vielleicht auch nochmal herstellen. Also ich finde übrigens, es sollte verboten sein, dass einen die Viecher hier angreifen können, während man an den Crafting-Tables steht. Das ist ein bisschen blöde. So, Türen brauche ich noch. Jetzt bin ich natürlich wieder mal auf der Suche nach den Türen. Irgendwie gehe ich immer an den Türen vorbei. So, 2 Stück brauchen wir davon nur. Denn es müssen ja weiterhin Räume sein, natürlich, die wir bauen. So. Also rennen wir mal wieder hier nach vorne. Und wir können auch direkt mal schauen, wie viel sie von der Pyramide schon gebaut haben. Unsere lieben Freunde. Und? Wie weit ist die Pyramide denn? Hallo? Wieso wird mir das denn hier nicht angezeigt? Ach, da muss ich wahrscheinlich auf der oberen Ebene stehen. Denn die untere Ebene ist ja schon fertig gebaut. Ich gehe hier übrigens einmal ganz kurz im Kreis, nur weil ich natürlich die Herzchenpunkte haben will. So. Dudidudidum. Ja, leider wirklich ein bisschen blöde, dass wir die Herzchenpunkte hier manuell einsammeln müssen. So, 34% haben sie erst hergestellt. Also da haben wir auf jeden Fall noch ordentlich Zeit, bevor die Pyramide bzw. die zweite Ebene der Pyramide hier tatsächlich endgültig fertiggestellt ist. Und apropos fertigstellen, ich gebe mal eben die anderen Punkte aus für diesen famosen Filter, denn ich möchte wissen, was man damit machen kann. Eine Werkbank mit einer Litanei an Löchern lässt dich die Form von Verbindungsstücken bestimmen. Ah!
Damit kann man also so Kantenstücke und so herstellen, glaube ich. Schön, schön, schön. Dann geht jetzt aber erstmal wieder hier runter. Und wir bauen jetzt einfach mal die Wohn- bzw. Schlafräume. Wo bauen wir die denn hin? Ich würde sagen, die bauen wir hier einfach an den Eingang. Also hier kommt man ja rein in die Pyramide und dann erweitere ich das einfach hier vorne um zwei Schlafräume. Einer links, einer rechts. So. Ich stelle jetzt vielleicht auch schon mal die Tür hier hin, damit das ordentlich abgegrenzt ist. Wo ist denn die Tür? Meine ewige Suche nach den Türen. Kann doch gar nicht wahr sein. Zellentür. Ja, die Zellentür nehmen wir jetzt aber nicht. Die Leute sind ja hier nicht eingesperrt. Ich hoffe jedenfalls, sie fühlen sich nicht so, als wären sie eingesperrt. So, eins, zwei. Jetzt macht er hier sogar die Tür auf, wenn er durchläuft. Okidoki. Sehr schön. Ah, da habe ich mich direkt wieder verbaut. Ich neige ja dazu, mich öfter mal zu verbauen. So, das haben wir jetzt. Und jetzt ziehe ich hier einfach die Wände tatsächlich bis nach links durch. Und dann haben wir hier zwei schöne Schlafräume, die auch definitiv gleich groß sind. Denn ich habe jetzt darauf geachtet, hier wirklich beides parallel zu bauen. So. Okidoki. Also ein gigantischer Raum, den haben wir da gebaut. Und ja, da sollten wir auf jeden Fall genug Betten auch reinbekommen, damit hier wirklich jeder glücklich ist auf unserem kleinen Eiland. So, und dann muss ich mir gleich aber noch einmal kurz durchlesen, was ich jetzt nochmal genau in die Räume reinstellen muss. Ich meine, ich habe die Sachen ja so grundsätzlich gecraftet, aber ich weiß es jetzt trotzdem leider nicht mehr auswendig. Übrigens, ich hole mir jetzt auch mal die beiden, die ganzen Crafting-Sachen jetzt mal eben hier rüber. Ich will das jetzt nicht immer alles, ich will jetzt nicht immer hier rüber rennen, wenn ich mir was crafte. So, mal schön alles abbauen. Da muss ich nicht immer hin und her latschen. Einfach nur, dass wir es ein bisschen einfacher haben. So. Da stelle ich jetzt auch einfach mal ganz plump hier vor die Pyramide. Eins, zwei und drei. Da haben wir die ganzen Sachen stehen. Hey! Werden wir hier direkt von einem Skorpion angegriffen? Gibt's auch gar nicht. So ein freches Viech. Und jetzt schauen wir, dass wir noch einmal kurz mit dem lieben Butz sprechen. Wo ist er denn? Oh, der ist da vorne, der ist gerade runtergefallen hier. Also, wir machen mal den raubeinigen Raum, fangen wir mal an. Also, Bett, Lichtquelle, okay, okay. Glasflaschen, Kurzhandeln, Fass. Okay, Glasflaschen, Kurzhandeln und Fass. Das sollten wir zusammen hinkriegen. Handeln. Lichtquelle. Fass. Und, wo haben wir den Rest? Da haben wir noch das Schild natürlich, beziehungsweise die Schilder, die wir benötigen. So, und da haben wir auch die Flaschen. Also ganz simpel, das haben wir alles zusammen. Dann brauche ich eigentlich nur noch Betten. Und dann sollten wir hier fertig sein. Die Schilder, die packe ich übrigens einfach hier an die Seite direkt. Das halte ich auch wieder nach Möglichkeit parallel. So, haben wir denn schöne Betten? Ja, hier haben wir schöne Betten. Und glücklicherweise habe ich unendliche Vorräte von Holz und von Grasfasern. Ihr seht es ja schon. Es hat sich also definitiv gelohnt, dass wir diesen kurzen kleinen Ausflug gemacht haben zu dieser Insel. Und ja, die Betten, die stelle ich hier einfach mal an den Rand. Ah, leider ist die Kamera wieder so ein bisschen blöde hier. So. Ich lasse mal einfach mal so ein Feld Abstand dazwischen. Das sollte ja ausreichend sein. Ja, Melroth versperrt mir hier schön die Sicht natürlich. So, das machen wir in dem anderen Raum auch. Und dann haben wir ja schon so gut wie alles hier drin, denn so richtig viel muss man in den Räumen glücklicherweise ja auch gar nicht platzieren. Es ist ja tatsächlich von der Anforderung her schon sehr, sehr gering, was man hier machen muss. Also der andere Raum wird dieser Männerraum. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Männerraum. Da kommen hier die Flaschen hin. Da kommen die Kurzhanteln hin. Da kommen Fässer hin. Die stelle ich jetzt einfach mal hier in die Ecke. Und dann eben noch Lichtquellen ohne Ende. Oh, das Zimmer wird etwas schicker. So, in die Ecken kommen jetzt einfach mal hier die schönen kleinen Fackeln. Und gigantisches Gruppenschlafzimmer. Wir haben ein Tafelziel erfüllt. Baue jede Menge verschiedene Räume haben wir abgeschlossen.
Oh, da ist ja auch wieder der alte Hammerling. Hohoho, eine weitere Herausforderung gemeistert, wie ich sehe. Klar, klar, klasse gemacht, Huxel. Das riecht nach einer Mini-Medaille. Ja, danke schön. So. Ich war hier aber noch gar nicht fertig. So. Sehr schön. Oh, da kriege ich aber ordentlich Applaus und Herzchenpunkte für. Oh, richtig viel. Alter Schwede, das gibt's doch gar nicht. Wie sehr freuen die sich denn? Boah, habe ich viele Herzchenpunkte gekriegt? Habe ich denn hier alles im Raum drin? Also, ich habe eine Lichtquelle. Jupp, ich habe Betten. Jupp, Glasflaschen, Kurzhanteln, Fass und Bewohnerschild. Habe ich alles? Also gehen wir auf die andere Seite. Und da werden wir... Betten haben wir. Stuhl, Lichtquelle, Frisiertisch. Also Stuhl, Frisiertisch und Topfpflanze. Brauchen wir noch. Oh, so viele schöne Punkte. Ah, aus Versehen wieder mit Dorfbewohnern unterhalten. So. Also. Stuhl. Frisiertisch. Und diese blöde Blume brauche ich noch. Das ist natürlich keine blöde Blume, sondern eine schöne Blume. Den Tisch, den stelle ich jetzt einfach mal hier vorne hin. Also ich denke mal, das wird wahrscheinlich übrigens auch der Hintergrund sein, dass man eben einen so einen Männerraum hat und einen so einen Frauenraum. Glaube ich jedenfalls. So. Schön Lichtquellen überall rein. Da kriege ich wahrscheinlich wieder unendlich viele Herzchenpunkte. Und dann craften wir eben noch einmal kurz die Blumen. Wo sind denn die Blumen? Ah, ich muss immer alles suchen. Wo sind denn die Blumen? Hallo? Vorrichtung? Nein. Beleuchtung? Nein. Einrichtung? Nein. Deko-Gegenstände? Ist das ein Deko-Gegenstand? Aber ich hatte das doch schon freigeschaltet, oder? Ich habe doch einmal geguckt. Oder muss man... Ach, das muss man hier rüber... Okay, das muss man über diesen Tisch herstellen. Das ist leider aufgeteilt. Das ist natürlich ein bisschen blöde. Naja, egal. Wir haben es trotzdem erledigt. Also wir stellen die Topfpflanze hier hin. Und damit müssten wir eigentlich für Butz die Aufgaben erledigt haben. Habe ich noch was vergessen? Gilt es nicht als Stuhl? Also, raubiger Schlafraum. Lichtquelle habe ich, Bett habe ich, Glasflaschen habe ich, Kurzhanteln, Fass, Bewohnerschild habe ich, Bett habe ich, Stuhl habe ich, Lichtquelle, Frisiertisch und Topfpflanze und ein Bewohnerschild. Aber ich habe doch alles. Ha. Meiner Meinung nach habe ich hier eigentlich alles hergestellt. Ja, vielleicht gilt das hier nicht als Stuhl, keine Ahnung. Oder sind das hier die falschen Flaschen? Nee, das sind nicht die falschen Flaschen. Ja, muss ich irgendwas anderes als Stuhl herstellen vielleicht? Steinschemel. Ein steinerner Stuhl. Nee, aber das ist doch ein Stuhl. Oder sind das die falschen Betten? Ja, aber alles, was hier mit dem Ausrufezeichen markiert wurde, habe ich doch hergestellt. Also das habe ich hergestellt. Ja gut, die Betten. Ich habe jetzt andere Betten genommen. Vielleicht muss ich hier andere Betten herstellen. Ich stelle mal zwei von diesen Strohbetten noch her. Weil hier sind nicht diese einfachen Betten, sondern tatsächlich dieses Bettstroh ist hier markiert. Vielleicht muss man darauf achten, dass man da wirklich die richtigen nimmt. Hier crafte ich jetzt sicherheitshalber auch nochmal eins von. Keine Ahnung, vielleicht ist das hier irgendwie die Bedingung, die falsch ist. Denn aus irgendwelchen Gründen gilt das hier eben leider nicht. Naja, stellen wir nochmal die Flaschen hier hin. Nö, das waren aber die richtigen. Okay. Ah. Na dann... Nehmen wir mal ein Bett hier hin. Und ein Bett hier hin. Und? Hat das was verändert? Nö, leider hat das nichts verändert. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Denn auf das Geheimnis, warum diese Räume hier nicht tatsächlich als vollständig gelten, darauf werden wir das nächste Mal stoßen. Denn ich werde jetzt den Part erst einmal beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Und ja, der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Dragon Quest Builders 2, mit dem Bau der Pyramide und mit vielleicht neuen Abenteuern. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Huxel. Ciao.